Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Die Sims 3. Huch, leggili leg leg leg, leggidi leg leg. Okay, alles klar. Wir haben alles im Griff. Ja, geh mal bitte ran. Ja, geh mit keinem Telefon ran. Das ist auch sehr gut. Was ist denn los hier? Warum leckt denn das so? Und warum sind hier so hässliche Streifen? Soll das so? Ist ja auch egal. Du hast Hunger des Todes. Dann isst doch was. Isst mal Reste. Huh, Mann, 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 Mann. Leute, Leute, Leute. Direkt alles hier am... Ach. Schieß mich tot. Ja, Frank ist, glaube ich, in der letzten Folge zu spät gekommen. Und wir erwarten immer noch das Baby mit Judy. Und dann möchte ich endlich aus dieser Leggedy-Leg-Stadt ausziehen. Oh, Mensch. Ja, und er fährt einfach im unsichtbaren Bootsmobil. Das ist natürlich... Bitte lad jetzt nicht, bitte lad jetzt nicht, bitte lad jetzt nicht, bitte lad jetzt nicht, nicht, nicht laden. Nicht laden. Bingo. Bingo, so ein paar Thumbnails habe ich dann direkt schon am Anfang... Huch. Wohin willst du denn? Ach, Mensch, der Winter, der macht ja auch alles irgendwie kaputt, ne? Jetzt habe ich nicht mal mehr Möbel in meinem Haus. Was ist das denn? Hallo? Spiel! Bitte! Oh mein Gott, bitte nicht! Nein, bitte sei nicht kaputt! Oh mein Gott, ich habe echt keine Möbel mehr. Also, oh mein Gott, ich habe kurz Panik gekriegt. Oh, Hilfe! Hilfe, Hilfe! Ja, Frank, du darfst gerne... Ach komm, dann gehst du jetzt oben gefälligst ein paar Waffeln essen und dann darfst du auch gleich ins Bett und dann ist auch wieder gut. Ach ja, Mensch, ne? Ja, oh Mann, wir müssen auch noch heiraten. Mensch, Mensch, Mensch. Wollen wir vielleicht noch heiraten, bevor es dann, zum Umziehen geht? Ach, unser... Ach, der Mensch... Oh, Kati, bitte, genau. Ja. Oh Mann, sei leise! Sei einfach leise! Ah, dieses Kind. Mann. Dieses Kind, ey. Dieses Kind. Oh mein Gott. Alter, sei leise, bitte. Du kriegst was zu essen, aber sei bitte leise. Sei bitte leise. Du kriegst was zu essen. Oh, geht doch. Und jetzt gib bitte der kleinen Leonie direkt was zu essen. Bitte, 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 bitte. Da. Jetzt gib ihr was zu essen. Oh mein Gott, sei still. Danke. Wer hat sein Essen da liegen gelassen? Nein, dann holst du dir nichts anderes. Dann isst du das jetzt vom Boden. Isst einfach die Waffeln vom Boden. Ist doch nicht schlimm. Ist auch noch gut. Ah. Frank, geh einfach. Geh einfach schlafen. Hör auf, geh einfach schlafen. Geh einfach ins Bett. Es ist egal. So, und dann darfst du einmal schnell benutzen. Und entstopfen. Und abziehen. Wieso heult das Kind jetzt schon wieder? Hör auf rumzuheulen. Heul? Nee. Alter, du hast was zu essen bekommen. Du bist glücklich, okay? Sei glücklich. Ja, spiel mit deinem... Kind, sage ich schon. Spiel mit deinem Spielzeug. Oh, Hilfe. Oh mein Gott, hier unten vergammelt auch einfach alles. Oh mein Gott, ich weine gleich hier. Unser Pferd, dem geht's auch nicht gut. Oh mein Gott. Guck mal, hier gibt's was zu essen. So. Mach einfach. Du brauchst Sozial und Bewegung. Haben wir irgendeinen Hund, der gerade zufällig da... Nein, natürlich nicht. Guck mal hier, dann kannst du hier schnell mal hinpieseln gehen. Und dann darfst du mal mit dem Pony ein bisschen freundlich anbellen, freundlich Kontakte knüpfen, freundlich anschmie... Okay. Hier hinpieseln. Dann kann das Pony auch so lange ein bisschen laufen, dann geht es dem auch gut. Ach Mensch, Kati. Besuche Gemeindezentrum, um deine Gelegenheit abzuschließen. Ja, wo ist denn das überhaupt? Da, ne?
Das ist erst ab 8 Uhr bis 12 Uhr. Okay. Das machen wir auch natürlich noch. Um hier erstmal hier wieder schön aufzusteigen, ne? Welches Level sind wir? Ach, Level 4 schon. Wir sind gar nicht so schlecht dabei, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Es geht eigentlich. Dann kannst du hier nochmal schnell die Pfütze aufwischen. Und dann darfst du auch bitte nochmal schnell schlafen gehen. Ja. Das. Ach nee, 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 nee. Du gehst dann nicht schlafen. Du legst dann erstmal Leonie wieder ins Bett und dann gehst du schlafen. So, und du hast jetzt gepieselt, ne? Jetzt kannst du hier in dein. Willst du mich komplett verarschen? Hör auf! Und du auch. Mein Gott, ihr macht mir das Leben alle voll schwer. Hört auf damit. Hört einfach auf. Mein Gott. Guck mal hier, ich möchte hier gefälligst ein bisschen soziales Leben verschaffen und er einfach so, nö. Du pieselst bitte dann aber dahin. Du pieselst bitte nur draußen. Versteht sich, ne? Du pieselst draußen. So. Pieselst bitte, ja, bisschen schneller, damit du auch dann. Oh, guck mal. 0 Tage. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie sind. Es ist, glaube ich, schon seit der letzten Folge 0 Tage. Ich glaube, mein Spiel ist das, was die Hunde angeht, ein bisschen verbuggt. Was natürlich auch nicht so cool ist. Persönlich gesehen finde ich das sogar ziemlich uncool. Machen wir nochmal Kontakte knüpfen und dann darfst du auch da was. Hier, guck mal, dann darfst du da auch kauen gehen. Und du bist des Todes müde. Ja, du gehst in dein Körbchen, das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Sehr vorbildlich. Und wir haben natürlich wieder einen Wildfremden einfach so bei uns im Garten rumgammeln. Ich meine, wer hat das nicht? Ist vollkommen normal, ne? Was machst du jetzt da? Achso. So, und dann darfst du, wenn du das gemacht hast, darfst du dann einmal hier. Darfst du einmal springen üben, damit es dir wieder gut geht. So, und du gehst dann was kauen, ne? Sehr schön. Und du bist am Schlafen. Ja, auch perfekt. Jetzt gerade geht's eigentlich. Jetzt läuft wieder alles so, wie es laufen soll. Hoffe ich. Also gehe ich von aus. Oh, das Lied ist cool. Nachher, ja, hätte ich jetzt eine Facecam, wäre das wäre ein bisschen peinlich gewesen. Also, um nochmal festzuhalten, was ich gemacht habe, einfach so ein bisschen den Kopf im Kreis bewegen, so ein auf Beyoncé-like. Hat Gott sei Dank keiner gesehen. So. Komm, jetzt hör auf, Kontakte zu knüpfen. Mein Gott, man kann doch nicht so ewig, man kann doch nicht ewig und 3 Tage Kontakte knüpfen. Das ist doch nicht, gar nicht möglich. Mein Gott. So, wer ist da wach geworden? Ach Mensch. Prince Charming ist wach geworden. Wir müssen da irgendwie mal gucken, dass sie nochmal kontrollieren können. Das ist ja. Hier, Schwangerschaftsbuch lesen. Das ist mal was. Du schläfst aber erstmal aus. Und er muss irgendwie zur Arbeit jetzt schon? Hä? Egal. Geh arbeiten. Ist okay. Aber irgendwie ist es voll dumm so. Er ist einfach nur ein Mitbewohner, aber sonst halt nichts. Er ist halt, er übernachtet halt hier nur. Und dann ist der halt auch wieder weg. Oder auch nicht. So, die beiden hier oben, die schlafen noch friedlich. Und ich möchte auf alle Fälle, dass Frank den Werwolf, das mit dem. Obwohl. Ja, gut, er ist jetzt ein Werwolf, ne? Er ist aber auch schon bald alt, also ein Senior, deswegen, ich glaube nicht, ob sich. Ich glaube, das lohnt sich gar nicht, wenn ich mir jetzt sozusagen sage, hör mal bitte auf, Werwolf zu sein. Also, dass wir das mit ihm aufgeben, ich glaube, das bringt, glaube ich, nichts mehr. Deswegen, egal. Was willst du hier? Wenn du das jetzt mitnimmst, ne, dann bin ich aber richtig sauer. Er ist einfach nackt in meiner Wohnung. Was zum. Er geht einfach Cleos Laptop und ist einfach nackt bei uns oben in der Wohnung. Judy, du müsstest eigentlich mal dein Kerl hier erstmal hier, ne? Sieh mal zu, dass der unten bleibt bei dir. Und hier liegt überall Wäsche, Leute. Ihr seid ja richtig unordentlich hier unten, ey. Okay, aber ihr habt auch viel, viel weniger Möbel irgendwie, aber trotzdem seid ihr so unordentlich. Okay, die hier oben ist auch nicht unbedingt so krass ordentlich. Aber, ja, Judy, sieh mal zu, geh mal duschen. Und dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen das Haus auf Vordermann bekommen. Oder zumindest deine Wohnung hier unten. Die sieht nämlich sehr katastrophal aus.
Ach ja. Och Mann, das Baby soll jetzt auch mal langsam kommen. Ach, ich habe noch gar kein Babybett gekauft, ne? Oh, ups. Das. Mach das mal aus hier. Ich weiß, das ist jetzt eigentlich voll die Scheißidee, was ich jetzt hier gerade habe. Aber ich kaufe jetzt einfach provisorisch erstmal hier so ein ganz normales Kinderbett. So, ohne irgendwie großartig auf das Geschlecht jetzt zu achten. Das ist mir jetzt eigentlich so Wumpe. Warte mal einmal ganz kurz so. Und dann machen wir einmal den hier. So, und dann machen wir den hier. So, das Kinderbett. Ich weiß, es steht unglaublich behindert. Ich meine, keine Sau stellt, glaube ich, das Bett von seinem neugeborenen Kind ins Wohnzimmer. Aber ich habe momentan keinen anderen Platz. Und es soll ja fürs Erste nur da drin liegen. Denn wir wollen ja auch wieder umziehen. Deswegen, das Kinderbett werden wir dann eh nicht mehr brauchen. Deswegen, das ist ja erstmal egal. So. Hat Cleo Schwangerschaftsbücher? Geschichten der einer werdenden Mutter da. Judy, das darfst du einmal bitte dann lesen. Nachdem wir alles aufgeräumt haben, dann lesen wir das Schwangerschaftsbuch. Und dann sehen wir. Vor allen Dingen, warum. Hier unten ist doch ein Laptop. Warum ist der oben bei uns? Hallo? Muss ich das jetzt verstehen? Wieso werde ich jetzt geweckt? Ach, ist ja auch egal, wir gehen duschen. Okay. Ach ja, Cleo hat heute Geburtstag. Okay, aber ich muss an dieser Stelle einmal einen ganz kleinen Cut machen. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Kurzen Anruf bekommen. Ja, ne? So, geh mal dann duschen. Und du bist auch dann soweit wach mit Leonie kuscheln. Oh, süßer Wunsch. Ach, Junggesellenabschied. Ich weiß gar nicht, ob ich den feiern möchte, um ehrlich zu sein. Aber Leonie, schläft momentan. Zwei Alben verkaufen. Kann ich dir ein Album verkaufen? Ist das möglich? Kann ich meinem. Also kannst du deinem Ehemann ein Album andrehen? Ist das möglich? Machst du die andere Seite auch bitte direkt? Ja, okay, danke schön. Wieso zum. Nein! Kannst du ganz schnell vergessen. Du gehst jetzt erstmal ganz schön nach hier unten und setzt dich da erstmal in dein Sofa und dann liest du das Buch. Du hast gefährlichst in unserer Wohnung da oben wirklich. Du hast da echt nichts verloren, sorry, Judy, aber du und dein Mitbewohner, ihr habt da echt nichts verloren eigentlich, um ehrlich zu sein. So, und dann liest du die Geschichte einer werdenden Mutter. Vielen Dank. Ist das gerade? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich sag gerade hier, dass Judy da oben nichts verloren hat und du gehst hier direkt nach unten. Hallo? Geh du nach oben? Du gehörst in die obere. Du gehörst hier nicht hin. Gehst du mal nach unten? Du, wenn du. Wehe, du wagst es jetzt hier auch noch Essen von uns zu nehmen. Er wagt es tatsächlich. Oh, Schiete, 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 Schiete. Mach mal hier. Geh mal da. Schnell. Cleo, solange das noch möglich ist, geh mal das da abholen. Und hier, Frank kümmert sich dann. Trinkgeld verdienen? Mit was denn? Ah, mit der, genau, okay. Nein, 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 nein. Du stellst die Reste weg. Du stellst die Reste erstmal weg. Genau. Und was hast du eigentlich? Geschicklichkeit. Du müsstest deine Gitarrenfähigkeit trainieren. Deswegen machen wir das dann auch direkt. Hier alleine spielen. So, dann passt das auch. Und du liest gerade noch das Buch, ne? Ja, genau. Theobald, du müsstest eigentlich jetzt mal langsam älter werden. Ich cheate sonst. Das ist eine Drohung. Ich finde das voll dumm. Vom Welpenalter kommen die irgendwie nicht mehr voran. Das ist richtig erniedrigend irgendwie. Wieso geht's meinem Pferd immer so schlecht? Herumrennen, ja, wenn es dich glücklich macht. Du könntest mal ein paar Sammelobjekte erschnüffeln. Komm, brauchst nicht rennen. Geh mal Sammelobjekte erschnüffeln. Ja, und du bist jetzt schön am Frischen, ne? Ist alles gut. Aber hier, Theobald, du müsstest mal langsam echt älter werden. Das nervt nämlich so langsam, dass du immer hier bist. Okay, und du bist jetzt schon weg, ne? Genau, du machst jetzt erstmal hier drin so ein Krams.
Und dann müssen wir mal gucken. Ach, ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht doch die Hochzeit jetzt direkt feiern sollten. Weil wir kennen genug Leute und wir. Okay, ich würde jetzt nicht so viele einladen. Gute Bekannte, ja, traurig. Ich würde jetzt hier so bis hierhin die Leute einladen. Das reicht auch für die Hochzeit dann. Das müsste wirklich reichen eigentlich. So, ich habe jetzt. Ich wollte schon etwas. Ich wollte halt eine Hochzeitsfeier wirklich machen, aber so krass groß wollte ich die jetzt auch nicht machen. Also, ich finde, das ist auch immer voll unübersichtlich und da kriegt man auch richtig voll den, man verliert den Überblick und ich finde, das ist auch voll stressig irgendwie. So, also dann lieber so. Ach ja. So. Lies das mal bitte ein bisschen schneller zu Ende. Sehr gut, okay, du bist fleißig dann am Gitarre spielen, das ist auch sehr, sehr gut. Leonie, du schläfst noch, ne? Wo ich es gerade gesagt habe. So, dann hör mal ganz kurz auf und damit wir den Wunsch einfach direkt weg haben. Kuscheln. Kuschelst du direkt mal mit deiner Tochter, damit der Wunsch auch direkt weg ist und dann ein Problem weniger. So. Huch, das war gar nicht geplant. So. Wollen wir. Wieso nicht? Wir bringen das einfach mal mit Frank ihr bei. Auf dem Töpfchen. Wieso nicht? Das muss ja nicht alles unbedingt Kati, sag ich schon, Cleo machen. Oh no. Nein. Nein, verdammte Axt. Ich hab diesen Soundbug. Ich hab den Soundbug. Verdammte Kacke. Wie mache ich das weg? Wie mache ich das weg? Reset Sim. Ach, ich sehe das nicht wegen der. Oh. Reset Sim. Richtig? War das gut? Nein, es ist immer noch da. Oh mein Gott. Shit. 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 Okay, aber ich habe jetzt eh gerade gesehen, der Part ist eh schon von der Zeit her okay so. Deswegen beende ich das hier an dieser Stelle, fixe das eben schnell mit dem Soundbug und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Die Sims 3. Hoffentlich wieder und bis dahin einen schönen Tag und tschüss.